Hallo ihr Lieben, inzwischen ist es ja eigentlich fast schon normal geworden, dass ich jede Woche zwei Buchvorstellungen mache und diese zwei Buchvorstellungen gibt es auch in dieser Woche wieder und wir starten die Woche mit diesem Schätzchen hier, Die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Als allererstes wie immer vorweg, Die Sprache der Dornen habe ich netterweise auch wieder vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses Buch bekommen habe und ja, ich habe dieses Buch schon Anfang des Jahres, also ich glaube, ich meine, es wäre März oder April gewesen, da habe ich dieses Buch schon angefragt, zusammen mit dem Gold der Krähen, weil es ist Leigh Bardugo und ich habe gesehen, es gibt eine Märchensammlung von Leigh Bardugo und die musste ich natürlich haben und ja, wie gesagt, ich habe Die Sprache der Dornen netterweise vom Verlag bekommen und ich habe mich sehr darüber gefreut. Ja, was kann ich zu Die Sprache der Dornen sagen? Die Sprache der Dornen ist keine gewöhnliche Geschichte, sondern es ist, wie gesagt, eine Märchensammlung. In diesem Buch gibt es 6 Märchen, die in der Welt der Griecher spielen. Und diese Märchen werden Mitternachtsgeschichten genannt, weil das Legenden und Märchen sind, die sich die Menschen in der Welt der Griecher nachts am Lagerfeuer erzählen. Diese Geschichten spielen in verschiedenen Ländern von Griechenland. Die erste Geschichte ist aus dem Reich der Semini und heißt Ayama und der Dornenwald. Die zweite, dritte, vierte Geschichte kommt direkt aus Ravka, wo die Griecher leben. Und die Geschichten heißen Der zu kluge Fuchs, Die Hexe von Duba und Kleines Messer. Die fünfte Geschichte spielt dann in Kerch. Das ist die Insel, wo auch das Lied der Krähen spielt. Und diese Geschichte heißt Der Soldatenprinz. Und die letzte Geschichte spielt in Fjerda, da wo die Fjerdan leben, dieses Kriegervolk, was die Griecher ja jagt. Und die Geschichte heißt Als das Wasser das Feuer ersang. Und wie gesagt, es sind 6 Märchen in dieser Geschichte. Ich kann zu diesen einzelnen Märchen nicht wirklich viel sagen, weil diese Märchen teilweise sehr, sehr kurz sind. Das längste Märchen ist, glaube ich, 80 Seiten, das kürzeste 20. Und wenn ich jetzt euch was zu diesen Märchen erzähle, verrate ich euch teilweise, glaube ich, schon zu viel. Ich kann euch ja sagen, dass meine liebsten Märchen aus diesem Buch einmal Kleines Messer ist. Das ist das kürzeste mit 20 Seiten. Und dann fand ich Ayama und der Dornenwald, fand ich auch richtig, richtig cool. Das ist gleich die erste Geschichte. Und ja, Der zu kluge Fuchs hat mir auch gut gefallen. Die Hexe von Duba fand ich auch ganz nice. Der Soldatenprinz, da habe ich das Ende nicht wirklich verstanden. Also das war mir am Ende absolut unlogisch. Der Soldatenprinz hat mich so ein bisschen auch an den Nussknacker erinnert. Und Als das Wasser Feuer ersang, das ist so eine Meerjungfrauengeschichte. Die sind auch immer nicht so 100% meins. Ich weiß, ich habe es nicht so mit Meerjungfrauen. Aber ich kann nur sagen, dass, wie gesagt, diese 6 Märchen wirklich definitiv etwas Besonderes sind. Diese Geschichten sind von Grund auf nicht alle logisch. Es gibt dort auch sehr, sehr viele Dinge in dieser Geschichte, wo du einfach denkst so, hä? Verstehe ich jetzt nicht. Aber es ist ein Märchen. Es muss in einem Märchen nicht immer alles komplett hundertprozentig Sinn ergeben und logisch sein. Ich finde, Märchen sind ja immer so ganz, ganz, ganz besondere Geschichten. Das sind halt keine Geschichten, die man einfach so liest, sondern das sind Geschichten, die einem auch immer noch irgendwie ein Stückchen was mit auf den Weg geben. Ich finde, das haben diese Geschichten auch getan. So jedes Märchen hatte so ein bisschen so seine kleine Moral. Also man kennt ja diesen Spruch und die Moral von der Geschichte, bla bla. Und ja, so war das bei diesem Buch auch. Also es ist echt schwierig, zu diesem Buch was zu sagen, ohne euch zu viel zu verraten. Also sagen wir mal so, was die Handlungen betraf, fand ich diese Geschichten cool. Die haben sich gut entwickelt. Was das Setting betrifft, ich liebe die Welt der Griecher. Was die Charaktere betrifft, habe ich, wie gesagt, manche Charaktere einfach überhaupt nicht verstanden. Das war für mich absolut nicht logisch. Aber es sind halt Märchen, da denke ich mir einfach so, so what? Das ist dann halt so, das muss dann halt keinen Sinn ergeben. Ansonsten die ganzen anderen Charaktere, die in diesen Geschichten so mit drin vorkamen, die fand ich schon so ganz cool. Das waren halt auch nicht so stereotypische Charaktere, sondern eher schon so Charaktere, die so ein bisschen besonders sind. Und was den Schreibstil betrifft, kann ich nur sagen, dass diese Geschichten auf eine sehr, sehr spezielle Art und Weise erzählt werden. Man kann das jetzt nicht so mit den anderen Geschichten vergleichen. Es ist halt sehr märchenhaft. Der Schreibstil ist halt auch wirklich wie in einem Märchen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das anders beschreiben soll und beschreiben kann. Also es ist wirklich, wirklich schwierig. Ich kann euch ja mal ein Stück vom Anfang vorlesen, von der ersten Geschichte. Das ist Ayama und der Dornenwald. Dann wisst ihr, was ich meine. In dem Jahr, in dem der Sommer zu lang blieb, lag die Hitze schwer wie ein Leichnam auf der Prärie. Das hohe Gras verbrannte unter der unbarmherzigen Sonne. Und die Tiere fielen tot auf den ausgedörrten Feldern um. In diesem Jahr waren nur die Fliegen glücklich und Sorgen kamen über die Königin des westlichen Tals. Wir alle kennen die Geschichte, wie die Königin zur Königin wurde. Wie sie trotz ihrer zerlumpten Kleider und ihrer niederen Stellung mit ihrer Schönheit die Aufmerksamkeit des jungen Prinzen auf sich zog.
wie sie zum Palast gebracht wurde, wo man sie in Gold kleidete und ihr Haar mit Juwelen schmückte. Und alle vor dem Mädchen niederknien mussten, das nur Tage zuvor noch eine Dienstmagd gewesen war. Das war, bevor der Prinz zum König wurde und als er noch wild und verwegen war und jeden Nachmittag auf dem roten Pony jagte, das er selbst zugeritten hatte. Er fand Freude daran, seinen Vater zu reizen, indem er sich eine Bauernbraut aussuchte, statt, um eines politischen Bündnisses willen, zu heiraten. Und da seine Mutter schon lange tot war, fehlte ihm eine kluge Beraterin. Die Menschen waren von seinen Possen amüsiert und bezaubert von seiner lieblichen Frau. Und für eine Zeit war das junge Paar zufrieden. Seine Frau gebar ein pausbäckiges Prinzlein, das fröhlich in seinem Bettchen gluckste und mit jedem Tag mehr geliebt wurde. Also wisst ihr, was ich meine? Ich finde, der Schreibstil hat etwas sehr, sehr Märchenhaftes in seiner ganzen Art und Weise. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben kann. Mir fällt da gerade so nicht das passende Wort für ein. Also wisst ihr, was ich meine? Ich weiß nicht, wie ich das so richtig beschreiben soll. Ich finde, die ganze Ausdrucksweise und Artikulation und der Satzbau, das hat alles etwas sehr Märchenhaftes. Das sind keine typischen Sätze, wie man sie in normalen Geschichten auch hat. Und das finde ich etwas sehr Besonderes in diesem Buch. Und mehr kann ich zu die Sprache der Dorne auch nicht sagen. Ich möchte zu den Geschichten nicht zu viel verraten. Ich möchte, dass ihr sie selber entdecken und lesen könnt. Ich kann nur sagen, jeder, der gerne Märchen liest und jeder, der gerne Leigh Bardugo liest, sollte sich die Sprache der Dorne auf jeden Fall angucken. Alle anderen, ihr seid gewarnt, es ist keine normale Geschichte. Es ist keine normale Ausdrucksweise in diesen Büchern. Und diese Geschichten, wie gesagt, sind stellenweise ein bisschen unsinnig und ein bisschen verrückt auch. Und es ergibt nicht immer alles einen Sinn. Und man muss sich auf diese Geschichten auf jeden Fall einlassen können. Sonst wird einem dieses Buch definitiv nicht gefallen. Ich fand die Geschichten wirklich süß. Mir haben sie gut gefallen. Wie gesagt, die erste Geschichte mit Ayama? Ja, genau. Ayama und den Donnwald und das kleine Messer. Die haben mir persönlich am besten gefallen. Und ansonsten könnte ich euch nur noch sagen, dass hier Illustrationen in diesem Buch drin sind, die ich richtig, richtig cool finde. Am Ende jeder Geschichte gibt es noch eine große Illustration, die eine Szene aus der Geschichte darstellt. Das ist diese hier. Und ich finde die sehr, sehr schön gemacht und sehr, sehr cool gezeichnet. Ansonsten kann ich nur sagen, dass hinten wieder eine Karte drin ist, so wie bei den anderen Büchern von Leigh Bardugo aus der Grisha-Welt. Und ja, das finde ich sehr, sehr cool. Ich liebe diese Karte. Ich finde sie sehr, sehr schön. Und mehr kann ich euch zu diesem Buch auch nicht sagen. Ich finde, das ist eine richtig süße Märchensammlung. Und wie gesagt, jeder, der gerne Märchen liest und Leigh Bardugo mag, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall angucken. Das war meine Buchvorstellung zu Die Sprache der Dornen von Leigh Bardugo. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.